In anderen Videos haben wir schon diskutiert, wie man den Obermott Value Ring berechnet und wie man ihn nutzt. Sie können sich vielleicht erinnern, der Obermott Value Ring vergleicht die Größe eines Unternehmens mit dem Preis, den Sie dafür bezahlen. Und bei diesem Vergleich müssen Sie die Zukunft mit einbeziehen und überlegen, ob die Zukunft diesem Verhältnis von Preis zu Größe entspricht. Das ist ziemlich kompliziert. Und aus diesem Grund wollen wir heute ein paar Beispiele anschauen. Ich bin in meine Lieblings-Café-Rösterei dafür gegangen, denn hier kann ich mich sehr gut entspannen. Es ist die Miro Café-Rösterei in Zürich, spezialisiert auf Spezialitätenkaffee. Zum Zeitpunkt, wenn Sie dieses Video schauen, kann es gut sein, dass die Obermott-Ränge schon veraltet sind. Das ist aber nicht der Zweck des heutigen Videos. Der heutige Video will keine Aktientipps machen, sondern will Ihnen erklären, wie wir mit diesen Obermott-Value-Rängen an konkreten Beispielen umgehen können. Beginnen wir also. Schauen wir uns Beispiele an, die wir sehr gut kennen. Mobiltelefone. Ich habe Apple und Samsung ausgewählt. Apple hat einen Aktienpreis von 188 Schweizer Franken. Samsung hat einen Aktienpreis von 45 Schweizer Franken. Welche dieser Aktien ist nun günstiger? Das kann man mit dieser Information gar nicht sagen. Denn die beiden Unternehmen haben eine unterschiedliche Anzahl Aktien ausstehend. Das gilt übrigens für alle Aktien. Jedes Unternehmen entscheidet selbst, wie viele Aktien sie haben wollen, und deshalb kann man die Aktienpreise gar nicht direkt miteinander vergleichen. Was es braucht, ist der Obermott Value Ring. Der vergleicht die Gesamtkosten für den Kauf eines Unternehmens mit der Gesamtgröße des Unternehmens. Und damit können wir Entscheide fällen. Samsung hat einen Value Ring von 98 und Apple hat einen Value Ring von 32. Das bedeutet, Samsung mit einem Value Ring von 98 muss nur besser sein als 2% der Wettbewerber. Apple hingegen mit einem Value Ring von 32 muss besser sein als 68% der Wettbewerber. Nun, ich mag Apple. Ich selber nutze Apple-Produkte. Aber das ist noch keine gute Anlageentscheidung. Wenn ich nun anschaue, dass der Markt für Samsung viel, viel weniger erwartet als für Apple, dann denke ich, ist es viel, viel einfacher für Samsung, die Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Und das bedeutet, die Rendite der Samsung-Aktie ist besser als diejenige von Apple. Da kaufe ich Samsung, obwohl ich selber mit Apple telefoniere. Schauen wir uns eine andere Kategorie von Aktien an, die wir gut kennen. Autos. Sie sehen hier die Obermott-Value-Ränge von ausgewählten internationalen Automobilunternehmen. Den tiefsten Obermott-Value-Rang hat Volkswagen, gefolgt von Daimler und BMW. Die Japaner und Amerikaner, also Nissan, Honda, Toyota und General Motors, haben sehr, sehr hohe Obermott-Value-Ränge. Das heißt, die Aktien sind sehr günstig. Schauen wir mal nur zwei Unternehmen an und vergleichen diese direkt miteinander. Volkswagen und Toyota. Wenn ich diese beiden Unternehmen anschaue und mir überlege, was die Zukunft ist, dann bin ich der Meinung, Toyota könnte durchaus eine bessere Zukunft haben als Volkswagen. Und zwar nur schon deshalb, weil Toyota das Unternehmen war, das als erste erfolgreich ein Serienwagen im Hybridbereich eingeführt hat, den Prius. Und weil ich denke, dass die Zukunft elektrisch ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Toyota zumindest die gleichen, wenn nicht sogar bessere Wachstumsmöglichkeiten hat als Volkswagen. Wenn ich nun zwischen diesen beiden Marken, zwischen diesen beiden Automobilherstellern entscheiden müsste, dann würde ich definitiv die Aktie von Toyota kaufen. Schauen wir noch ein paar lustigere Argumente an. Pepsi-Cola und Coca-Cola. Die Value-Ränge von Pepsi-Cola und Coca-Cola sind sehr tief. Wie kann man nun argumentieren? Zum einen kann man sagen, diese Unternehmen stellen koffeinhaltige Zuckergetränke her und das macht bekanntlich süchtig. Mit anderen Worten werden diese Unternehmen noch lang mehr Getränke verkaufen können als alle anderen.
Natürlich kann man auch das Gegenteil argumentieren. Zucker ist das nächste Tabak. Die Zuckerunternehmen werden rechtliche Probleme kriegen und Menschen werden weniger und weniger davon konsumieren. Dann wären die tiefen Value-Ränge ein echtes Problem. Man könnte auch origineller werden und sagen, die Menschen werden reicher und reicher und sie werden ihren Zucker und ihr Koffein woanders holen. Zum Beispiel im Spezialitätenkaffee, wo ich es herhole. Dann wieder würde man sagen, in diese Unternehmen investiere ich nicht. Man kann auch sehr, sehr strategisch argumentieren und sagen, das sind sehr große Firmen. Die werden sicher auch frischere Getränke anbieten und deshalb kann man investieren. Allerdings würde dann die Marke dieser Unternehmen ein Problem darstellen. Und es gibt keinen Grund, warum man dann mehr als ein Marktdurchschnitt bezahlen würde für diese Aktien, denn das würden die tiefen Value-Ränge aussagen. Wir können auch Coca-Cola und Pepsi-Cola direkt miteinander vergleichen. Wenn Sie ein Coca-Cola-Mensch sind und Coca-Cola bevorzugen, kaufen Sie vielleicht die Coca-Cola-Aktie. Wenn Sie Pepsi mögen, dann kaufen Sie Pepsi. Auch das ist eine mögliche Entscheidungsgrundlage. Ich persönlich mag keine zuckerhaltigen Koffeingetränke. Ich bevorzuge frischen Kaffee. Ich würde keine dieser Aktien kaufen. Auch das ist eine valide Entscheidung. Sie können gar nicht alle Aktien kaufen. Es macht überhaupt nichts, wenn Sie Aktien auslassen. Was machen Sie nun mit Aktien, die Sie nicht kennen? Wenn Sie zum Beispiel auf die Obermatt Top 10 Listen gehen und Aktien finden, von denen Sie noch nie etwas gehört haben. Nun, mir geht es oft auch so. Ich schaue dann die Aktie genauer an und ich war überrascht, was für spannende Unternehmen ich finde. Ich fand zum Beispiel ein Unternehmen, das auf frische Früchte konzentriert ist und in Irland ihr Hauptsitz hat. Ein Unternehmen, das rote Schokolade erfunden hat in der Schweiz. Oder ein Unternehmen, das mit Holz Kleiderfasern herstellt. Wirklich spannende Geschäftsmodelle. Ich bin immer wieder überrascht, was ich finde, wenn ich diese Unternehmen genauer anschaue. Das empfehle ich auch Ihnen, denn wenn Sie Unternehmen finden, die Produkte herstellen, die Sie gerne unterstützen möchten und die auch auf den Obermatt Top 10 Listen waren, dann kaufen Sie diese Aktie zu einem günstigen Preis. Versuchen Sie das.